Der Koran ist das Wort Allahs, das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als letzte Botschaft für die gesamte Menschheit offenbart wurde. Der Koran ist ein Buch, das vielleicht jeder von uns zu Hause hat. Seit er offenbart wurde, lernen ihn Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch ältere Menschen auswendig. Viele von ihnen können unzählige der 600 Seiten auswendig, manche sogar den gesamten Koran. Die meisten von uns, wenn nicht alle, hatten schon Berührungspunkte mit ihm. Einige können Teile des Koran vielleicht auch auswendig rezitieren, wovon manche von Allah subhanahu wa ta'ala sogar mit sehr schönen Stimmen gesegnet wurden. Jedoch ist der Koran kein Buch, das wir ausschließlich darauf begrenzen dürfen, mit schöner Stimme zu lesen und auswendig zu lernen. Denn auch wenn beides wichtig ist, so würden wir dem Koran damit nicht im Ansatz sein Recht geben. Der Koran ist ein Buch, das unser Leben auf praktische Weise beeinflussen und verändern soll. Wir müssen ihn lesen, um ihn zu verstehen, ihn verstehen, um nach ihm zu leben und die Menschen ebenfalls dazu bringen, dass sie denselben Prozess vollziehen. Die Sahaba fürchteten Allah subhanahu wa ta'ala, denn sie waren vollends von der Wahrheit des Koran überzeugt, gaben sich Allah hin und ließen ihre Herzen mit ihm verschmelzen. Dies ist ein Zustand, den wir ebenfalls versuchen sollten zu erreichen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Allah hat die beste Botschaft offenbart. Ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen er will. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn rechtleitet. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts die letzten 10 Ayat von der Sura al-Imran las, während er weinte und sagte, wehe dem, der diese Ayat liest und nicht tief darüber nachdenkt. In einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mich ließen Hud, Waqia, Mursalat, Naba und Takwir alt werden. Und auch die Sahaba kamen dem Beispiel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach. So sagte Asma bint Abu Bakr radiallahu anha, dass dies der übliche Zustand der edlen Sahaba war. Wenn der Koran vor ihnen rezitiert wurde, liefen ihnen die Tränen aus den Augen und ihre Haare standen zu Berge. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala möchte von uns, dass wir über den Koran nachsinnen. Mit anderen Worten, wir sollen Tadabbur machen. Tadabbur ist das umfassende und intensive Nachdenken und Reflektieren über die Verse Allah subhanahu wa ta'alas. Eine oberflächliche Betrachtung des Koran, ihn zu rezitieren, auswendig zu lernen oder auch die sinngemäße deutsche Übersetzung zu lesen, kann man nicht mit Tadabbur gleichsetzen. Wir müssen uns die Fragen stellen wie, welche Bedeutung hat dieses Wort? In welchem Kontext wurde diese Aya offenbart? Und was bedeutet sie für mich? Wie ist diese Aya auf die heutige Realität übertragbar? Und noch weitere, auf die wir Antworten suchen müssen. Der Effekt und der Einfluss, den der Koran auf einen Menschen hat, wenn man intensiv über seine Verse nachdenkt und Verständnis über sie erlangt, ist unvergleichlich. Er schafft es, den Menschen grundlegend zu verändern, sodass man ihn manchmal kaum wiedererkennt. Aber wie sollen wir auf diese einzigartige Weise beeinflusst werden, wenn wir nichts von dem verstehen, was uns beeinflussen soll? So wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba Tadabbur über den Koran machten, so müssen wir versuchen, es ihnen gleich zu tun. Zu guter Letzt sei gesagt, dass es nicht nur vorteilhaft ist, wenn wir über den Koran Tadabbur machen, sondern auch sehr gefährlich, wenn wir dies unterlassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach oder sind an diesen Herzen deren Verriegelungen angebracht?